Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von dem wunderschönen Daily Vlog on the Road. Ja, liebe Leute, heute wieder unterwegs am Arbeiten. Und zwar, heute wieder die zwei Gebiete, die wir letztens hatten, genau. Plus zusätzlich noch ein anderes Gebiet. Schauen wir mal, was heute so läuft. Es ist ein unglaublich, also ich habe unglaublich viel, ja, also wirklich echt heftig viel. Wenn wir heute ganz schön lang brauchen, 3-4 Stunden oder so, wenn wir heute arbeiten müssen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ja, aber ich freue mich drauf, ein bisschen Bewegung und ich bin auch super motiviert. Und ich habe auch ein bisschen was heute zu erzählen. Hundeschuhe. Und zwar hatten wir ja letztens, vor kurzem erst, ein wunderschönes Gespräch, wo ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Da möchte ich euch erstmal erzählen, worum es da eigentlich geht. Wahrscheinlich wartet ihr da sowieso schon auf eine Antwort drauf, was wir da Tolles hätten erwarten können. Und zwar war der Plan gewesen, ich wäre dort als Chauffeur tätig gewesen für eine Firma, die von München nach Zürich fahren muss, zweimal in der Woche. Das sind 9 Stunden Arbeitszeit ungefähr gewesen. Ich hätte zum einen relativ gutes Geld verdient, also wirklich sehr gutes Geld verdient, wo ich das hier wahrscheinlich beendet hätte oder zumindest reduziert hätte. Und ja, das wunderschöne Schmankerl wäre gewesen, dass wir etwas ganz Tolles bekommen hätten, und zwar ein tolles Auto und nichts Geringeres als ein Cadillac Escalade, weshalb ich ja letztens auch in Scrap Mechanic den Cadillac Escalade gebaut habe. Aber den hätten wir in echt fahren dürfen und das wäre wirklich mega krass geworden. Ja, leider hat die Person dann nach einer Woche abgesagt und hat gesagt, na, die haben sich das anders überlegt und machen das jetzt anders. Und naja, auf jeden Fall war es dann eine Absage. Ich war natürlich mega, ja, eigentlich nicht wirklich enttäuscht, weil ich mir gesagt habe, ich mache mir nicht so viele Hoffnungen. Aber ich glaube, unterbewusst hat es mich doch fertig gemacht, irgendwie. Und es ist momentan so ein kritischer Moment, wo ich mir denke, ich weiß noch nicht, ob ich mich drüber ärgern soll oder freuen soll. Ich weiß nicht, ob ich motiviert bin oder unmotiviert. Naja, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Also ich weiß es selber nicht, ob mich das körperlich zugesetzt hat. Ja, ich habe mich natürlich drüber gefreut. Ich habe zwar versucht, mich nicht drüber zu sehr zu freuen, weil ich nicht weiß, ob es was wird, aber man tut es ja im Endeffekt ja dann doch irgendwie. Und ja, es ist leider natürlich nicht dazu gekommen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Wäre eine geile Zeit geworden. Aber gut, egal. So, und heute ist mir eine super geile Idee eingefallen, wo wir sagen können, okay, damit können wir vielleicht arbeiten und kommen vielleicht dann doch auf unser Ziel. Und ja, vielleicht klappt das. Also wir müssen noch ein bisschen Recherchen betreiben. Also ich muss diese Idee mit Xilin teilen oder tue ich mit Xilin teilen und ich bin auch super froh darüber, dass sie so offen bezüglich neuer Ideen ist. Also ich finde das immer so toll, wenn ich kreativ bin und neue Ideen habe. Ob es dann dazu kommt, das ist dann immer nochmal eine andere Frage. Aber das könnte vielleicht klappen. Wenn wir dann in den zukünftigen Videos sehen, dann fahren wir vielleicht nicht mit dem Auto arbeiten, sondern mit einem Cadillac oder mit einer Corvette oder mit einem Camaro oder sonst irgendwas. Also mit vielen verschiedenen Autos. Aber ich will noch nicht zu viel versprechen, weil wir nicht hundertprozentig wissen, ob es klappt. Ja, also wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Es sieht zwar gut aus, weil wir sozusagen in Eigenleistung gehen, also selber bezahlen, aber das Geld wieder reinholen werden. Und also es kostet Geld, ja, ist klar. Es ist nicht umsonst. Um das mal festzuhalten. Das ist das Kriterium, woran es entweder scheitert oder klappen wird. Und bei der Firma wäre es so gewesen, die hätten das bezahlt. Ne? Also die hätten das dann bezahlt und ich hätte einfach nur mit dem Auto fahren müssen und alles wäre gut gewesen. Oh, wir haben gerade 270.000 Kilometer geschafft. Cool. Die ganze Zeit gestern und vorgestern habe ich die ganze Zeit immer dran gedacht, so, oh, bald haben wir die 270.000. Und dass ich ein Foto davon machen will, also es sind jetzt 270.001, also wir sind schon drüber. Aber wir haben gerade die 270.000 erreicht. Ja, voll krass. Das Auto ist übrigens 20 Jahre alt. Das muss man sich vorstellen, 20 Jahre alt.
Aber von der Ausstattung her, wie, ja, wie so ein voll ausgestatteter Ford Mondeo oder so, oder VW, das ist voll krass. Ein wirklich krasses Auto. Ja. Auf jeden Fall, ich freue mich so sehr drauf und ich bin auch Xilin unglaublich dankbar, dass sie da nicht komplett gleich blockiert oder sowas, dass sie dann sagt, ja, schauen wir uns das erstmal an und dann schauen wir mal. Und ja, das finde ich super. Es gibt viele Menschen, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die bei so Ideen sofort zumachen, ja, die dann sofort sagen, nee, das machen wir nicht, egal ob es gut oder schlecht ist. Ja. Man kann sich das ja erstmal anschauen. Und das schätze ich an ihr sehr, dass sie da sehr aufgeschlossen ist und ja, für neue Ideen zu haben ist. Und das ist jetzt eine Idee, die uns vielleicht auch vorwärts bringen wird und natürlich auch eine geile Zeit bescheren wird. Und wenn man das natürlich dann, ich muss dafür arbeiten, definitiv, also ich muss das Geld wieder reinkriegen, was das kostet. Es ist nicht günstig, auf keinen Fall. Es ist ein geiles Konzept, das werde ich euch dann auch nochmal genauer erzählen. Es ist ein geiles, mega geiles Konzept, aber es ist nicht günstig. Also es gibt zwar auch von anderen Herstellern dieses Konzept, ist aber wesentlich teurer dort. Und ja, das ist wirklich ein mega geiles Konzept und es ist so gesehen, es ist saugünstig. Also es kostet nicht mal die Hälfte von dem, was es in Deutschland, also was es bei Deutschen kosten würde. Ja, genau. Und ich freue mich mega, mega, mega drauf, wenn das klappen wird. So, wir haben jetzt unseren ersten Kunden. So wie vorgestern. Vorgestern, weiß ich nicht. So, den mache ich jetzt mal schnell. Bin gleich wieder da. Ist ja richtig was los hier. Ja, viele Fußgänger unterwegs. Es ist krass. Also es gibt Städte, wo am Wochenende nichts los ist, ja, also wo keine Menschenseele unterwegs ist. Und es gibt Orte, wo es am Wochenende schlimmer ist als unter der Woche. Und das Gefühl habe ich mit München und Umland so. Ich glaube, dass die Menschen hier am Wochenenden sehr, sehr aktiv sind und sehr viel rausgehen und ja, Autofahren vor allem, ja, also vor allem wohin fahren, das ist wirklich, wirklich mega rar in München, glaube ich, und Umland. Und zum Beispiel in Frankfurt habe ich genau das Gegenteil des Gefühls. Unter der Woche ist es randvoll, so wie man sich das auch vorstellt, ja, aber am Wochenenden tot. Aber das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Böse geguckt dann. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ob das wirklich so ist, dass vielleicht in Bayern die Menschen halt dann viel rausgehen am Wochenende. Wahrscheinlich, also anders, da kann es ja nicht sein. Und in Frankfurt sind sie faul und bleiben zu Hause sitzen. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Aber es ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Ihr könnt ja mal schreiben, wie das bei euch ist. Vielleicht kommen wir ja auf eine Lösung, auf einen Nenner, wo wir sagen können, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Also auch vor allem Autobahnen. Am Wochenende, bam, randvoll in München. Ja? Also wirklich unglaublich voll. Unter der Woche, also außer Berufsverkehr, leer, tot. Ja? Aber am Wochenende, das ist so heftig. Letztens, wo sind wir letztens hingefahren? Wo waren das? Warte mal. Wir sind, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo sind wir am Wochenende hingefahren. Ich glaube, das war sogar das Dinosaurier-Ding. Oder war das am Wochenende? Es kann sein. Ich bin nicht sicher. Es war so voll, wir standen sogar im Stau. Voll heftig. Ja. Unter der Woche. Leer. Das ist faszinierend. Müsst ihr mal drauf achten. Und mir dann, vielleicht habt ihr dieselbe Erfahrung schon gemacht. Und könnt mir schreiben, ob ihr vielleicht sogar eine Idee habt. Bin mal gespannt, was ihr schon schreibt. Genau. So. Jetzt haben wir den Hund. Da habe ich ja letztens gesagt, dass das ein Boxer ist. Das ist gar kein Boxer, das ist ein Pitbull. Aber wahrscheinlich Mischling. Aber ein sehr, sehr schöner Hund. Schöne, schöne Gesichtszeichnung. Wäre auch was für mich. Also das war wirklich ein Prachtexemplar von Hund. Aber halt auch furchteinflößend. Vor allem, wenn er auf einen zurennt, bellend.
sich querstellt und groß macht, da weiß man schon, was er möchte. Nämlich, dass wir weggehen. Dass wir vor seinem Platz verschwinden. Aber meistens bellt er inzwischen nur noch. Die haben den eigentlich ganz gut erzogen die letzten paar Monate. So. Ja, heute Gartenparty. Ich war auch schon letztens überlegt, ob wir mal wieder grillen könnten. Also noch eigentlich zu kalt. Eigentlich noch zu kalt. Ich habe mir auch letztens, das letzte Video habe ich mir angeschaut, wie wir unterwegs sind und gefahren sind, weil ich ja gemeint habe, ich weiß nicht, wie der Ton so ist, aber ist erstaunlich gut. Also mit dem Handy, das geht eigentlich ganz gut. Oder? So. Ja, genau. Also ich habe ja erwartet, dass wir voll die Windgeräusche hören oder so. Aber es geht. Jetzt haben wir noch den einen Ort, den wir letztens gemacht haben und noch einen anderen Ort. Ja. Leo, warum bist du aus dem Korb raus? Hopp, wieder rein. Auf, hopp. Geh wieder da rein. Auf. Leo, wir diskutieren da nicht rum. Hopp. Ja, okay. Von mir aus, da unten ist auch okay. Vergessen zuzumachen. Jo, da ist okay. Bleibt unten sitzen. Für den Sitzen ist ja auch so rutschig wegen dem Leder. Und wenn er da unten liegt oder sitzt, ist mir egal, was von beiden, ist das okay. Und darf man 50 fahren? Fährt 30? Nicht mal? Wenn zum Glück biegt der ab. Hallo Leute, vielen Dank fürs Begleiten. Wir machen jetzt hier die schöne Örtlichkeit und dann machen wir den letzten. Ein bisschen näher ran, hier ist enge Straße. Ja, krass, jetzt sehe ich auch mal, wie lange ich brauche von einem Ort zum anderen. Das ist krass, 6 Minuten. Ich hätte gedacht, das dauert immer viel länger. Umso besser, ne? So, hier, gleich. Scheinbar sind wir heute nicht hier. Bin mir nicht ganz sicher, wo wir dann sind. Ah, ist ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Macht aber nichts. Ich habe jetzt nachgefragt, dann muss ich auf Antwort warten, wenn wir mal so lang die andere Örtlichkeit. Aber es wundert mich. Leo, ja, ich weiß, es ist voll blöd, ne? Du hast noch nicht alles gesehen. Und nicht alle Checkpoints abgeschnüffelt. Aber wir müssen leider, ja, weiterfahren. Da gibt es dann auch viel zu schnüffeln. Super bepinkeln und so. Gell, Leo? So, jetzt kann der vor uns aber mal ein bisschen schneller fahren, weil hier ist 100 und der fährt 40. Oder 50. Und der braucht 2 Spuren. So, jetzt kommt ein Auto entgegen, jetzt würde ich mal. Ja, bremsen wir mal, genau. Oh ja, hier ist eine Kurve, wo man 80 fahren kann und der bremst jetzt auf 30 runter. Mein Gott! Ein Münchner ist das. Man war wahrscheinlich noch nie hier draußen. Der muss links abbiegen. Wo müssen wir links abbiegen? Ja, bremsen wir mal ein bisschen früher. Blinken ein bisschen früher. So. Das schaffst du. Oh ja, komm. Warte, da kommt ein Auto. Oh Gott, traust du dich das? Meine Güte. Wahnsinn. So. Ja, fahren wir zum anderen Ort. Ich muss dann nochmal da zurück. Also entweder war ich falsch oder eine andere Person war falsch. Ich weiß es nicht. Aber meistens bin dann ich falsch.
Na, so ein gemütlicher Fahrer. Wochenendfahrer. Geil. Ah, meine Güte. Ich bin ja kein Raser, aber ein bisschen zügiger fahren kann man schon. Vor allem bei solchen Straßen. Komm, bitte bieg irgendwo ab. Vorne kommen gleich Pferde. Meine Güte. Was wird er tun? Das Lenkrad verreißen. Bremsen. Stehen bleiben. Aussteigen. Zu Fuß gehen. Und der ist aber auch gut. Der hat jetzt, ohne zu gucken, geht der einfach rüber. Klasse. Mach mal Einstellung hier, du. Der ist aber, ja, der ist ja wirklich hier gemütlich hier. Aber das ist kein Mensch, ne? Oh ja, bremsen mal, da kommen Leute entgegen. Oh mein Gott, wir müssen stehen bleiben. Was machen wir bloß? Sorry, aber manche Leute übertreiben, das ist Wahnsinn. Das Lustige ist, jetzt gibt er Gas. Ja, jetzt, wo er gemerkt hat, oh, da, ich könnte ja wirklich hier schneller fahren. Ja, dann wird schneller gefahren. Aber wenn sie dann überholt werden, fahren es plötzlich schneller, weil sie sich denken, ach so, kann ich hier schneller fahren oder wie? Das ist ja cool. Wow. Dann fahre ich ein bisschen schneller. Ist oft so, wirklich. Da haben wir unsere Portion Aufregung heute auch erfüllt. Nee, mal wirklich, ja. Alter, ja. Kann ja 100 fahren und der fährt hier mit 40 über die Landstraße. Spiegel, anklappen, da guckst du, hä? Geh mal wieder spazieren. No. So, ja, also ich steige jetzt aus, Stunde arbeiten und dann sind wir wieder da. So, liebe Freunde, schön, dass ihr noch da seid. Wir sitzen wieder im Auto auf dem Heimweg. Ja, genau, fahren wir jetzt nach Hause. Sehe ich schon 3. Was haben wir für das? Ja, da haben wir fast eine Stunde jetzt ungefähr gebraucht. Genau, ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Habe ich schon 3-mal gesagt, glaube ich. Und weiß nicht, was ich heute noch so machen muss. Ein bisschen was Video schneiden auf jeden Fall. Und ein paar Sachen vorbereiten. Hunger habe ich ja. Also Essen sauer angesagt. Und das ist der Tag sowieso schon wieder fast voll heftig. So, was macht die Person da mitten auf der Kreuzung? Mit dem Fahrrad? Machen wir da, wenn ein Auto kommt, einfach so rumstehen. Machen wir das so. Die Person interessiert sich überhaupt nicht dafür. Selbstverständlich, dass ich da so rumstehe. Ja, dann beenden wir das Video einfach. Ich war jetzt, wir sind ja schon fast zu Hause. Und genau, und dann schneide ich das Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder mal gefallen. Wenn es voll ist, nicht vergessen, Like da lassen, ist immer gut. Das macht das Video im Ranking interessanter. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis morgen. Ciao, ciao.